Und damit willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Wir spielen Besiege. Und das in der Early Access Version der Alpha 0.05, also ein sehr frühes Spielstadium. Das heißt, das Spiel ist noch nicht fertig, aber man kann hier schon einmal reinschnuppern und an der Entwicklung auch teilhaben. Und dieses Spiel, das ist quasi ein physikbasiertes Aufbauspiel im mittelalterlichen Ambiente. Wir können Apparaturen, Maschinen konstruieren, um dann gegnerische Gebäude, Festungen, ganze Bataillone dem Erdboden gleichzumachen, nur mit unseren gebauten Maschinen. Und das klingt meiner Meinung nach schon mal sehr spannend. Und ich bin der Meinung, wir schnuppern einfach mal rein. Wir sehen hier eine Art Weltkugel, die wir drehen können. Genau, das sind verschiedene Welten, verschiedene Spiellevel, die aber, ja, wie es jetzt hier und under construction noch nicht fertig sind, noch nicht implementiert sind. Auch hier noch under construction. Oh, der Mond wird auch noch gebaut. Den Mond gibt es also noch nicht, also keine Gezeiten. Brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Und ich denke, wir schnuppern einfach mal rein in den ersten Level, und zwar auf der Insel Ypsilon. Das ist die Insel Ypsilon. So, hier gibt es verschiedene Zonen. Hier oben, oh, die höchste Zone 15. Wahrscheinlich dann das schwierigste von dieser Insel. Weiter nach unten. Genau. Die erste Zone, Savan Cottage. Also dann, herzlich willkommen zum neuen Let's Play Besiege. Was so viel heißt wie Belagerung. So, ich bin ganz gespannt, was uns hier erwartet. Ah, sehr schön aufgeräumt. Das sieht ein bisschen aus wie in einem dieser 3D-Programme, kenne ich noch von vor ganz vielen Jahren, als ich selbst mal im 3D-Studio Max rumprobiert, könnte man es wohl am treffendsten nennen, habe. Da ist nicht wirklich viel Sinnvolles bei rausgekommen. Vielleicht ist das ja der einfachere Weg für mich, etwas zu erschaffen, eine Maschine zu erstellen. So, mit der rechten Maustaste können wir die Kamera drehen. Und ich denke, unser Hauptziel ist hier, dieses malerische Bauernhaus zu zerstören. Mit einer unserer Maschinen. Und wir haben hier einen Tooltip, how to build, also wie wird gebaut. Eine Glühlampe, hoffentlich mit LEDs drin. Man soll ja auch die Umwelt ein bisschen schonen, nicht? Build some wooden blocks. Also zuerst sollten wir ein paar hölzerne Blöcke erstellen. Und die sind hier unten im Menü. Genau, im Basic-Menü. Da gibt es noch verschiedene Blocks, mechanische Sachen. Waffen gibt es auch noch. Sachen zum Fliegen. Oh, das klingt ja gut. Und natürlich noch ein bisschen Rüstung. Die brauchen wir wahrscheinlich dann in den höheren Levels. Also begnügen wir uns erstmal mit den Basic-Elementen. Einem Wooden-Block. Ah, genau. Und je nachdem, wo wir hier mit der Maus dran fahren, können wir den dran stöpseln, um im Endeffekt erstmal diese Grundmaschine zu erstellen. Machen wir das einfach mal hier auf der Seite auch noch eins dran. So, sieht schon mal ein bisschen so aus. An der Seite brauchen wir noch die restlichen. Genau, hier auch noch eins dran. Müssen wir die Kamera noch ein bisschen drehen, sonst sehen wir nichts. Genau, hier noch eins dran. Und da auch noch ein Stückchen Holz dran. Und das sieht schon fast so aus wie hier. Wir können weiterblättern in den Tipps. Genau, als nächstes brauchen wir natürlich das Rad. Oder mehrere Räder. Wäre sinnvoller, mit einem Rad fährt sich schlecht. Seitdem es ist ein Einrad, aber nee, das sieht so nicht aus. Genau. Also Räder auswählen und sie quasi an unserem Vehikel platzieren. Da und da. Auf der anderen Seite genauso. Das sieht schon mal sehr gut aus. Genau. Jetzt müssen wir unsere Maschine noch auf dem Boden platzieren. Im Moment hängt sie noch in der Luft hier, in dieser Art Sandbox, würde ich fast sagen wollen. So können wir natürlich noch niemanden angreifen. Also hier gibt es hier oben noch ein paar Einstellungen. Die Maschine rotieren. Können wir mal ausprobieren. Ah, das funktioniert so. Okay, gleich mal die Richtung setzen hier. Richtung des schönen Bauernhauses. Da draußen steht auch der Bauer oder die Bäuerin und wartet schon ganz gespannt, was wir hier vorhaben. Hat ein bisschen Angst, ist auch schon ein Stückchen beiseite gegangen.
Also die Maschine, genau wie in 3DS Max, sehr schön, auf den Boden setzen. Bekommen wir auch angezeigt über diese Markierung. Zack. Genau, das haben wir gemacht. Und jetzt den Play-Button drücken, um die Simulation zu starten. Also probieren wir das einfach mal aus. Und dann stand da mit den Pfeiltasten das Mobil bewegen. Oh, das sieht gut aus, glaube ich. Ja, und voll über die Schafe drüber. Und das war der erste erfolgreiche Level der Insel Y. Und wir haben 8 Minuten gebraucht und 11 Blöcke benutzt. Ist interessant. Ich bin gespannt, was für Maschinen wir noch bauen müssen, weil diese war ja einfach nur 4 Holzblöcke und 4 Räder dran. Ist jetzt nicht wirklich eine super Ingenieurleistung, können wir mal so sagen. Also vielleicht in der nächsten Folge bauen wir im Level 2 eine größere Maschine. Bis dahin.